Die wäre so gut. Mein Gott. Da ist was drin. Cool. Aber nach was für einer unglaublich dicken Wand. Ja, es ist, was bin ich hier durch Lüdesburger Wald hingesprintet gerade, als Tino mir eine Nachricht schickte, wo ich dachte, das kann es doch gar nicht gegeben haben. Was ist denn da passiert? Ja, auf Schloss Lüdesburg gibt es anscheinend immer wieder Neues zu entdecken. Kurz zur Info zwischendurch, wir warten in der Vorburg mit dem zugemauerten Geheimgang noch auf einen Termin mit dem Statiker. Seit Monaten wartet ihr auf Neuigkeiten vom Bunker im Manningerberg. Genau diese unendlich lange Zeit haben wir damit verbracht, völlig verzweifelt zu versuchen, ein Bodenradar zu besorgen, was sich als äußerst schwierig herausgestellt hat. Aber jetzt scheinen wir es geschafft zu haben und Ende August geht es auch dort weiter. Aber nun zur gerade durch Zufall gefundenen vermauerten Kammer. Ja, wie es der Zufall so wollte, ich meine, du hast mich ja auch so ein bisschen meinen Kindesträumen irgendwie aufgeweckt, ja. Und man sucht ja dann doch nochmal nach irgendwie verborgenen Orten hier im Schloss. Naja, und wie es der Zufall so wollte, wir sind gerade unten im Keller am Sanieren. Und da habe ich mir die Pläne noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Man sieht sie hier hoffentlich. Ich hoffe, das blendet jetzt nicht zu doll. Nein. Das ist der Raum, in dem wir gerade sind. Und da war ich etwas stutzig geworden, weil hier oben, dieses Ding, ja, man sieht, es ist auf beiden Seiten zu. Ich sagte, warum ist dahinter ein Raum? Naja, gesagt, getan. Wir haben den Bohrer geholt, ein Loch in die Wand gebohrt und mal geguckt. Und tatsächlich, dahinter ist ein Raum. So, und jetzt haben wir ein größeres Loch gemacht, sodass wir auch reingucken und du natürlich auch reinfilmen kannst. Und ja. Schauen wir mal. Wahnsinn! Ein neues Geheimnis auf Schloss Lüdesburg. Eine verborgene Kammer. Ja, also Kammer würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest ein Raum. Da muss man dazu sagen, das ist natürlich auch ein ganz besonderer Moment, weil eigentlich wird im Schloss, ist ja alles privat. Ne? Also ihr bekommt hier gerade einen Einblick, den bekommt ja so keiner. Oh, da ist auch der Handwerker. Hallo, ich bin Steve. Hallo Steve, hi. Ja, was habt ihr denn entdeckt? Flaschen in der Loch in der Wand hier. Da haben wir Durchbruch gemacht und da liegen Flaschen unten. Ja, und da stand ein Regal vor, oder? Genau. Ja. Und dann konnte man an den Umrissen sehen, dass da mal irgendwie was gewesen ist. Richtig. Naja, also Tim, man muss es ja so sagen. Ja? Also es war so, davor stand ein Schrank. Und dann habe ich mir die Pläne angeguckt, wie gesagt, weil wir unten gerade das ein bisschen wieder neu machen. Und haben gesagt, dahinter muss ja eigentlich was sein. Und da haben Herr Hart und ich nochmal geschaut. Und tatsächlich, es fällt ja schon, sticht ja schon ins Auge, dieser vermeintliche Zugang. Ja? Ja, deswegen haben wir jetzt deutlich. Da erstmal ein kleines Loch reingemacht. Und da wir nicht so viel sehen konnten, haben wir jetzt ein größeres Loch reingemacht. Und jetzt wollen wir mal schauen. Also man sieht nur, dass da unten eine Flasche drin liegt. Aber was für eine Flasche, das wissen wir nicht. Deswegen wollten wir dich jetzt dazu holen natürlich. Du kannst ja mal reinfilmen. Ja, guck mal hier, das sieht man hier ganz deutlich, ne? Hier und so die Umrisse. Es ist hohl. Das Allerbeste ist ja, es ist keine Erde drin. Ja, was für ein Vorteil. Boah, Wahnsinn. Okay. Boah, das ist ja hier alles, das sind ja ganz verkohlte Wände. Ja, ich denke mal, es sind geteerte Wände wahrscheinlich wegen der Feuchtigkeit gewesen früher, oder? Die alten. Da steckt ein Nagel drin in der Wand. Ja. Also wir kommen ja jetzt hier nicht wirklich, wir können ja jetzt gerade mal den Kopf durchstecken, aber die Kamera, das funktioniert ganz gut. Ich schwenk das mal. Jetzt guck mal nach unten. Also da unten liegt ja was am Boden. Ein bisschen weiter nach oben. Da liegt die Flasche. Momentchen mal, ich zoome das mal. Oh ja. Hey! Da ist irgendwas drin. In der Flasche, oder sieht das nur so aus? Das sieht. Warte mal, ich zoome mal nochmal, das wird dann zwar pixelig, aber. Da ist doch was drin. Da ist was drin. Ein Knochen? Nein. Eine Flaschenpost. Eine Flaschenpost? Was? Hm. Ja, guck mal, man sieht ja nur, dass das so gelb ist. Ja. Ja, vielleicht ist es auch was drunter. Also, ich habe mir natürlich schon gleich Equipment besorgt. Und ich versuche jetzt mal, wenn du mir leuchtest. Was hast du denn da? Was ist das? Das ist eigentlich so ein Müllsammler. Ah, ein Müllsammler. Ja, mit dem ich die ganzen Hundekotbeutel, die im Park hinterlassen werden, immer aufsammle.
Danke, liebe Besucher. Ja, vielen Dank dafür. Also wir können die gerne in Zukunft weglassen. Wir können gut darauf verzichten. Ja, okay. Hätten aber Thema wechseln. Aber dann hätten wir jetzt auch keinen Greifarm, ne? Richtig, genau. Aber dann würde ich eben gerne für solche Aktionen einsetzen. Jetzt brauchen wir nochmal... Achso, Licht. Warte mal. Ja, Licht haben wir hier ganz ordentlich. So, mal gucken, ob ich da rankomme. Oh, reicht das? Habe ich sie? Ja, oh, ja. Oh, fast. Ich sehe sie nicht mehr. Du bist da mit deiner Kamera. Ja, du musst weiter rechts. Kannst du drauf gucken? Warte mal, ich guck mal hier. Das ist sie. Da. Ja. Oh nein. Oh. Jetzt sehe ich sie. Boah, was ist das? Oh, halt die Fest, halt die Fest. Oh Gott. Das mein Gott. Da ist was drin. Sag doch, eine Flaschenpost. Goldbranntwein. Hä, gibt es Goldbranntwein? Branntwein mit Gold? Gab's anscheinend. Ja klar, also wenn im Schloss, ne? Ja, ja, also du musst das aufmachen. Guck mal, da ist tatsächlich was drin. Guck mal. Da ist ein Pergament. Das ist oben, ist es angekohlt? So, warte mal. Oh, stell dir vor, das ist jetzt eine Schatzkarte. Mal gucken, ob wir das Dach kommt. Guck mal, das ist hier oben festgeklebt gewesen. Das hat irgendjemand. Ich hoffe jetzt nicht, dass das so alt ist, dass das jetzt mit Sauerstoff innerhalb von Sekunden sich in seine Bestandteile. Oh Gott, dann kriegen wir Ärger mit der ostfriesischen Landschaft. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es so alt ist. Das ist eine ziemlich kleine Branntweinflasche, ne? Guck mal, Oldenburger Weinkontor. Warte mal. Ja. Guck mal. 1960, 8.2. Das ist ja gar nicht so alt. Oh, was ist das denn? Talier? Polier. Polier. Ah, Polier? Polier, Theodor. Das ist eine Liste der Handwerker, die hier. Oder Maurer. Oder Maurer. Machen die Maurer das? Ja, machen immer noch. Legen Sie eine Flasche irgendwo rein, wo Ihre Namen draufstehen? Ja, aber natürlich alkoholfreie Flasche heute zum Tage. Das muss man sich jetzt so vorstellen. Irgendwelche Maurer haben mal dieses Ding zugemauert, aus welchem Grund auch immer. Ja. Nicht oben irgendwie, da, damit wir heute ein Skelett finden. Also da wurde keiner. Nein, da wurde keine vermauert. Wir haben das zugemauert und dann haben die, um sich zu hinterlassen, eine Flaschenpost da reingemacht. Ja. Damit mit Ihren Namen drauf, dann... ein Denkmal gesetzt quasi. Das ist doch cool. Ich meine, das sind immerhin... Das ist der Wahnsinn. 58 Jahre, wenn ich jetzt richtig rechne. Wir gehen alle jetzt in Rente ungefähr. Ja. Das ist Mann. Ja irre. Das ist wow. Doch mal was. Das ist doch mal ein Erlebnis. Ja, es ist boah, das ist auch ein richtiger Schatz. Ja. Nicht das schlecht, ist ja Wahnsinn. Ich muss doch mal reinrücken, ob da noch mehr drin ist. Was haben wir da? Da sind irgendwelche Drähte. Dann haben wir ja hier natürlich den Müll, den frischen von dem Loch. Das ist alles ganz ordentlich verputzt. Hier oben rechts war das so eine Schlinge. Vielleicht war da die Flasche drin. Mönchen? Ach, das kann natürlich sein, dass da eine Flasche da drin gehangen hat. Guck mal, an dem Nagel hängt doch ein Draht. Ja. Und darunter ist doch eine Schlinge. Ja. Vielleicht war sie da drin. Das kann sein. Mal gucken wir mal. Wie denn das eigentlich da oben aussieht. Stahlträger, bisschen rostig. Oh, muss ich mich also hier ich vermute mal, wenn man sich die Gegenmauer anguckt, ich vermute mal, dass hier früher ein Durchgang war. In einen anderen Kellerraum. Ne, der andere Kellerraum ist ja auf der anderen Seite. Ja. Aber dass die Räume insgesamt anders aufgeteilt waren. Ja. Und dass man hier nicht so einen Durchgang einfach zugemauert hat. Also das war quasi mal ein Durchgang. Ja, und jetzt ist es ein... Jetzt ist es ein Abenteuer. Jetzt wird es meine Schatzkammer. Ja, hast du. Nee, jetzt hast du schon eine Idee, irgendwas, was du da drinnen einbunkern möchtest? Also man müsste ja jetzt der Fairness halber überlegen, ob man die Flasche wieder zurücklegt. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen, oder? Also die Ruhe sollten wir nicht stören. Achso, ich kann dir noch was anderes zeigen. Oh! Ja, wo wir gerade dabei sind.
Per Hart hat mir noch mal netterweise den Hinweis gegeben. Er hat mich darauf hingewiesen, dass auch in dieser dicken Wand, ja, da hat allerdings kein Raum verzeichnet. Nein, da ist ja noch ein Loch. Ja, genau. Der ist da, guck mal, richtig an der Öse verankert, der Haken. Ja, aber was sollte der halten? Das ist ja die Maßgabe. Das ist ja spannend. Aber nach was für einer unglaublich dicken Wand?